Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 und auch willkommen auf meinem Kanal Webster Project. Heute wollte ich mal was ganz anderes machen und zwar wollte ich euch mal zeigen, wie ich mit dem Kameratool arbeite. Wie man dieses Kameratool aktiviert, das möchte ich jetzt im Detail nicht drauf eingehen, da gibt es schon andere Tutorials. Ich wollte euch einfach auch nur zeigen, wie ich das mache und das ist jetzt kein. Also es ist jetzt nicht unbedingt alles vollzählig oder ich gehe jetzt hier nicht auf jedes Detail ein. Ich wollte euch, wie gesagt, einfach nur zeigen, ja, wie ich es nutze und was ich teilweise auch schon mir für, ich sage jetzt mal, Tricks ausgedacht habe, um diverse Aufnahmen zu machen. Ja, wann verwende ich denn das Kameratool? Also ich habe für mich mal so drei Gründe gefunden. Und zwar ist das eine, ist einfach. Ich schalte es mal ein, um das zu zeigen. Wenn ich auf das Kameratool gehe, ich blende das jetzt hier mal aus. Ich kann halt, wenn ich jetzt im laufenden Betrieb aufnehmen will, bis auf die Gleishöhe runtergehen. Also ich kann sogar runtergehen, wenn ich das will. Also ich kann quasi aus Sicht der Sims quasi Aufnahmen machen und hier die Züge in Augenhöhe vorbeirollen sehen. Wenn ich das jetzt mal wieder rausnehme, im Vergleich dazu kann ich maximal jetzt auf diese Höhe gehen. Also wenn ich jetzt ohne Kameratool ganz nach unten scrolle, komme ich gerade mal so bis in die Höhe. Man sieht es hier der Oberleitung. Also Augenhöhe ist nicht möglich. Das ist für mich so ein Vorteil, wenn man jetzt im laufenden Betrieb filmt, was natürlich auch möglich ist. Und zwar sind das die verschiedenen Zoom-Einstellungen. Also das ist das Normale im Spiel. Ich kann jetzt hier aber auch quasi so peu à peu so reinzoomen. Und das kann ich hier bis 400 machen. Dann würde das ganze Zoom aussehen. Gut, habe ich teilweise manchmal gemacht, wenn ich so Aufnahmen aus der Totale gemacht habe. Aber das sieht dann nicht ganz so prickelnd aus, glaube ich. Aber so gängige, ja, das sind für mich 35 bis 85 oder auch mal die 135. Also meistens nehme ich die 35. So, ja. Dieses rote Kreuz kann man natürlich auch deaktivieren. Wenn man jetzt im laufenden Betrieb filmt, nehme ich einfach diesen Haken bei Draw Crosshair raus. Und dann ist das Kreuz weg. Ja, wenn ich jetzt noch über Alt-Gr-G quasi das Ausblende, Tab-Ausblende, dann kann ich hier auch schöne Screenshots machen. Ja, ich habe jetzt mal pausiert, deswegen läuft hier gerade nichts. So, und ein weiterer für mich sehr wichtiger Punkt, dieses Kameratool zu verwenden, ist, wenn die Performance einknickt, und zwar, wenn du hier nur noch Verkehr hast, wo die Züge vorbei zittern. Ja. Also das hatte ich in meiner Staffel 2 extremst zum Schluss. Dort konnte ich überhaupt gar keine Aufnahmen mehr im normalen Modus hier starten, weil das war einfach nicht mehr schön anzusehen. Ich habe dann zum Schluss nur noch mit dem Kameratool gefilmt. Und ja, je schwächer oder je mehr die Performance einbricht, umso länger läuft am Ende auch das Kameratool. Also ich habe teilweise manche Aufnahmen, ich habe dann schon so längere Sequenzen, ich sage jetzt mal von 10 Minuten programmiert, da lief das Ding dann die ganze Nacht. Ja, und das war dann schon sehr aufwendig. Also das sind für mich so die wesentlichen Punkte, warum ich jetzt das Kameratool halt verwende. So, dann wollte ich mal auf meine Einstellungen eingehen. Also, das ist zum Teil, glaube ich, alles so standardmäßig vorgegeben. Wie gesagt, hier kann man diesen Pfad, wenn man jetzt eine Kamerafahrt programmiert hat, dann sieht man die Linien, ja, wo die Kamera lang fährt. Das kann man hier ein- und ausschalten. Hier, das ist diese Markierung. Ja, die kann man, wie gesagt, außen einschalten. Ist jetzt, wenn man direkt eine Kamerafahrt programmiert, weiß ich nicht. Also, ich bräuchte es theoretisch nicht. Ich lasse es aber an. Man kann auch die FPS noch einstellen.
Ich sage aber immer so, je mehr ich oder je höher ich gehe, umso mehr Speicher wird am Ende benötigt, um hier eine Kameraaufnahme zu tätigen. Weil wir ja wissen, dass in diesem Kameratool quasi Screenshots gemacht werden, also ganz viele Fotos, die dann am Ende zu einem Video verarbeitet werden müssen. Und je höher ich hier gehe, umso mehr Screenshots mache ich natürlich und umso mehr Speicher brauche ich. Also das ist nicht unerheblich. Also bevor man jetzt so ein Kameratool programmiert, sollte man gucken, dass man wirklich genug Speicher auf der Festplatte hat. Also ich habe schon das Problem gehabt, dass meine Festplatte voll war und dann bricht natürlich die Aufnahme ab und alles ist für die Katz gewesen. Also da sollte man sich schon mal vorher ein bisschen Platz freischaufeln. Ich lasse das jetzt hier mal auf 30 stehen. Also ich habe jetzt die letzten Aufnahmen alle mit 30 gemacht. Ich fand das auch okay. Also keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so der, ja, wie soll ich sagen, der grafische High-Fidelitist. Keine Ahnung. So, dann viele Dinge, die kenne ich auch nicht. Also ich weiß jetzt nicht, was man hier alles noch machen kann. Ich zeige euch einfach mal, wie ich jetzt im Normalfall eine Kamera oder eine Kameratool-Aufnahme programmiere. Das heißt, ich gehe hier auf Schlüsselbilder. Ja, dann geht hier so eine Zeile auf. Was ich noch mache, ist, ich aktiviere den Relativmodus. Also hier den Punkt setzen. Erkläre ich noch später, warum. Und zwar kann man jetzt einfach anfangen. Ich gehe jetzt einfach mal hier irgendwo hin, wo ich jetzt was filmen will. Ich programmiere einfach mal so einen Überflug. Ja. Ich sage, ich lege quasi jetzt meinen Startpunkt fest und gehe hier auf das Plus. Und dann sehen wir hier, ist das Schlüsselbild 1, Schlüsselbild 0, das ist quasi mein Startpunkt. So, jetzt kann ich irgendwo hingehen. Aber wir fliegen mal hier an diesen Gleisen lang. Also ich kann, egal wie weit ich jetzt hier gehe, so. Fliegen wir mal hier bis zu diesem Abzweig. Und jetzt setze ich hier meinen zweiten Punkt. Der erscheint dann hier. Und ihr seht hier, er macht alle 10 Sekunden. Also das ist quasi, wenn ich jetzt das jetzt hier starten würde, dann fliegt er von dem Schlüsselbild 0 bis zum Schlüsselpunkt 1 10 Sekunden. Das heißt, relativ schnell. Ich kann jetzt aber eins machen. Wenn ich jetzt diese Zeit verlängern will, klicke ich einfach die Zahl an. Und mache meinetwegen hier eine 30 draus. Drücke Enter. So, jetzt braucht er für die gleiche Strecke 30 Sekunden. Das heißt, ich fliege schön langsam über den Bereich. Und ich kann jetzt quasi, wenn ich jetzt nochmal hier als meinetwegen abbiegen will, ja, ich will jetzt hier rüber fliegen. So, ich kann das auch drehen. Dann schwenkt die Kamera gleichzeitig während des Fluges. Die dreht sich dann hier quasi so rein. Jetzt lege ich hier einen dritten Punkt fest. So. Jetzt erhöht er automatisch den letzten Wert um 10. Ja. So. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, weil die Entfernung auch nicht so groß war. Also ich mache das immer abhängig von dem Bereich, wie weit ich jetzt reinscrolle. Wenn ich jetzt hier über die ganze Stadt scrollen würde, dann würde ich den Wert vielleicht sogar auf 100 oder auf 200 setzen, dass ich schön langsam hier drüber fliege. Wenn ich natürlich jetzt direkt so eine Strecke abfliege, dann jetzt der letzte Bereich, dann scrolle ich einfach so einen kurzen Bereich weiter und lasse das dann bei 10 stehen. Jetzt ist es so, da ja oft die Abstände, wenn man jetzt hier quasi weitergeht, ja zum nächsten Punkt, die Entfernung ist ja nicht immer gleich. Aber die Zeit ist gleich. Das heißt, die Kamera oder das Tool gleicht dann am Ende dieser 10 Sekunden quasi diesen Längenbereich aus. Und dann gibt es manchmal so Ruckler. Das ist jetzt meine Interpretation, warum diese Ruckler entstehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt hier mit dem Relativmodus zusammenhängt, um das zu verhindern. Auf jeden Fall, seitdem ich hier diesen Haken gesetzt habe und die Geschwindigkeit entsprechend eingestellt habe, habe ich diese Ruckler nicht mehr. Und zwar, wenn ich jetzt alles fertig programmiert habe in dem Kameratool,
Dann gehe ich hier auf den Stift, ja, unter Geschwindigkeit und klicke hier drauf. Ihr seht, dann ändert sich hier vorne der Wert. Das ist quasi die Geschwindigkeit, mit der die Kamera über die Karte fliegt. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Wert von 27. Das war ja eine ziemlich, oder das ist jetzt quasi der Startpunkt. Jetzt muss ich hier mal klicken hier. Das war ja eine ziemlich lange Strecke, also 30 Sekunden. Die Strecke war auch lang, aber ihr seht, die Geschwindigkeit ist ungefähr gleich. Und das letzte war ja eine ziemlich kurze Strecke. Wir haben aber auch eine kurze Zeit genommen. Also ihr seht, das hat sich jetzt auch auf 29 eingestellt. Das wird dann so quasi ein gleichmäßiger Überflug werden, obwohl wir halt hier längere und kürzere Abschnitte miteinander verbunden haben. Also dann kriege ich so einen schönen homogenen Überflug. Ja, wenn ich sicher bin, kann ich hier einfach mal so einen Probelauf machen. Dann springt das an den Ausgangspunkt. Jetzt startet natürlich das Spiel, das will ich nicht. Also wir stoppen das mal wieder. Und dann läuft das ein bisschen flüssiger oder schneller, aber wenn ich das Kameratool starte, dann kann ich quasi nochmal gucken, was ich hier eingestellt habe. Und wenn das dann alles so weit in Ordnung ist und ihr der Meinung seid, das ist jetzt das, was ich möchte, dann geht ihr hier einfach auf diesen Aufnahmebutton und dann startet das quasi. Und ihr seht dann hier unten, ich kann das mal kurz machen, ihr seht dann, hier unten läuft dann quasi der Keyframe. Das heißt, wir sind jetzt hier am ersten bei 0 und hier läuft die Zeit. Das heißt, wenn ich hier auf 10 Sekunden bin, wird dann automatisch der Keyframe 1 geladen und so weiter. Dann seht ihr immer, wo ihr gerade seid mit eurer Aufnahme. Ich stoppe das mal wieder. Also ich gehe jetzt einfach nochmal hier drauf. So. Wenn dann die Aufnahme beendet ist, dann schaltet das automatisch alleine ab. Also da muss man nichts machen oder so. Das ist dann halt, dann geht das nochmal, soweit ich weiß, geht das dann in den Pausenmodus. Das Spiel hält quasi dann an und legt dann quasi einen Ordner an mit diesem Namen hier. Ja. Kann man sicherlich auch umändern. Ich habe das einfach mal so gelassen. Diese Dateien werden im Ordner Recordings abgelegt. Aber darauf möchte ich jetzt eigentlich erstmal nicht eingehen, wie ich im Nachhinein diese Bilder alle bearbeite und wie ich da meine Videos draus strecke. Nur zur Information. Ich kann jetzt auch eins machen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, warum auch immer, diese Kamerafahrt halt mehr speichern möchte, weil ich vielleicht später diesen Überflug nochmal machen möchte, wenn das Spiel schon fortgeschritten ist, dann habe ich hier die Möglichkeit, diese Schlüsselbilder zu speichern. Ich habe hier schon mal so ein paar noch Speicherplätze drin. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt aktuell von hier der Karte habe ich glaube ich nichts gespeichert. Nee, aber wie gesagt, hier kann ich das dann speichern, wenn ich das will. Und hier daneben kann ich das dann wieder aufrufen und kann dann quasi diese programmierte Kamerafahrt kann ich dann quasi laden. Und dann macht er genau dasselbe nochmal. Also ich finde das gut. Man könnte zum Beispiel jetzt, wenn man hier beginnt, ja, mit der Karte, könnte man einen Kameraflug machen. Also ich sag mal, ich habe vielleicht gerade mal die Gleise verlegt und noch nichts groß ausgestaltet hier im schönen Baubereich. Da kann ich hier mal über die nackte Karte fliegen und sehe erstmal meine ganzen Schienen, die hier liegen. Weil das ist in der Regel bei mir das Erste, womit ich halt beginne, Schienen und Straßen zu verlegen. Und dann später kommt halt die Infrastruktur dazu. Und dann könnte man, wenn man dann in so einen Stand hat wie hier, noch ein zweites Mal mit derselben Aufnahme hier lang fliegen. Dann könnte man, wenn man das Video zusammenschneidet, immer hin und her switchen. Ja? Von Stand Anfang zu Stand Ende. Könnte man dann immer schön überblenden. Ist eben so ein netter Effekt, den man dann so erreichen kann. So, das dazu. Jetzt ist es ja so, wenn ich jetzt so ein Kameratool, so eine Aufnahme programmiere, dann weiß ich ja nie, wo gerade die Züge langfahren. Also das ist dann alles so mehr oder weniger so ein bisschen zufallsgeneriert.
Also ich hatte schon manchmal Glück, ja, dass ich, wenn ich irgendwo so einen Kameraflug über einen längeren Bereich programmiert habe, dass ich dann schöne Zugbegegnungen hatte und alles schick und habe mich dann total gefreut, ja, dass sich das auch durch Zufall so ergeben hat. Ich hatte allerdings auch schon Kameraflüge, ja, wo ich sag mal, wo nichts zu sehen war. Ja. Dann fliegst du hier über die leeren Gleise und das ist ja eigentlich nicht das, was wir sehen wollen. Wir wollen ja Züge sehen und dann ärgert man sich ja, wenn man so ein bisschen die Zeit investiert hat. Das Tool läuft eine Weile, ich habe die Nachbearbeitung und dann gucke ich und ist nichts los. Ne? Ja, und um dem entgegenzuwirken, gibt es natürlich auch ein paar Möglichkeiten. Also man könnte jetzt eins machen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel wie hier, so einen Bereich habe mit einem Bahnhof, wo auch viele Linien kreuzen. Ich könnte jetzt das Spiel laufen lassen und gucke jetzt hier, wo die Linien sind. Ja, hier kommt relativ viel zusammen. Hier sehe ich ja auch die Richtung, ja, welche Linie wohin geht. Und jetzt könnte ich eins machen, immer an der Einfahrtsstrecke zu diesem Bereich hier, ja, halte ich einfach den Zug an. Ja, ich klicke den Zug an und sage anhalten oder halte an. So, das mache ich auf allen Zubringerstrecken so, ja, dass quasi hier gar nichts reinkommt. Und dann lasse ich das Spiel halt so laufen, dass möglichst die Züge halt immer, ich sag mal, schon quasi wie bereitstehen, ja, dann hier reinzufahren. Ja, und wenn das soweit ist, dann muss man natürlich hier den Pausenmodus aktivieren. Und dann schalte ich alle Züge wieder frei. Also ich starte alle Züge wieder, programmiere mein Kameratool. Und dann muss ich natürlich das Spiel starten. Und dann ist natürlich gewährleistet, dass dann hier richtig viel Betrieb ist. Also dann ist hier die Rush-Hour angesagt, ne? Wenn ich natürlich jetzt hier so einen Bereich habe, wie jetzt hier an meinem Kopfbahnhof, ja, diesen 24-gleisigen Nachbau des Leipziger Hauptbahnhofes. Hier habe ich natürlich von Natur aus schon sehr viel Betrieb. Also hier muss ich nichts anhalten. Hier kann ich einfach draufhalten, kann das Kameratool laufen lassen und da ist immer was los. Ne? Also da muss ich es nicht machen. Wenn ich aber jetzt hier irgendwo auf so einer, was weiß ich, hier hinten auf so einer zweigleisigen Strecke bin, dann ist das natürlich auch schwierig, vorauszusagen, wann wo welcher Zug lang fährt. Also das geht halt nicht. Also das ist so ein Trick, den man so anwenden kann. Und dann habe ich noch mal was ausprobiert. Und zwar, wenn ich jetzt quasi einem Zug folgen möchte, was weiß ich, keine Ahnung, nehmen wir mal den. Ja, jetzt könnte ich hier gucken, in welche Richtung der hier gerade fährt. Der fährt natürlich nach draußen, was jetzt in dem Fall jetzt schlecht wäre. Ist aber egal. Zum Erklären ist es okay. Das heißt, ich könnte ja jetzt quasi in-game immer hier so hinterherziehen. Ja, das ist aber, man sieht ja schon, das ist ja keine gleichmäßige Bewegung. Ich würde dann in der Aufnahme auch immer den Pfeil sehen. Auch wenn ich hier so schwenke, das ist nicht so harmonisch. Das ist halt, naja, kann man machen, aber ist halt manchmal schwierig. Manchmal bleibt man auch hängen mit der Maus oder wackelt, hat einen Wackler drin dann im Bild. Ist halt nicht so schön. Und um so einem Zug zu folgen, mache ich Folgendes. Und zwar, wir wählen jetzt einfach mal diesen Zug aus hier. Das heißt, das ist dieser Ölzug mit der 106er dran. Und da blende ich jetzt mir mal die Linie ein. Das heißt, das ist diese orangene Linie. Das heißt, der fährt jetzt hier quasi durch diesen Bahnhofsbereich durch. Bis hier an diesen Kopfbahnhof, ja, an dieses Stumpfgleis. Der pendelt quasi immer zwischen diesen beiden Punkten hin und her. Und ich möchte jetzt gerne mit dem Kameratool diesen Zug verfolgen. Jetzt weiß ich ja nicht genau, mit welcher Geschwindigkeit der Zug über die Karte fährt. Das heißt, ich weiß nie, zu welchem Zeitpunkt der Zug wo ist. Und um das quasi so hinzubekommen, dass das Kameratool immer auf die Lok hält,
habe ich einen Weg gefunden, das entsprechend zu programmieren. Und zwar muss man dann erstmal als Voraussetzung, warum, komme ich später drauf, alles, was jetzt hinter diesem Zug kommt, ja, alles, was dahinter kommt, das wäre jetzt, müsste ich jetzt gucken, wir haben hier nur zwei Linien, die auch in diese Richtung fahren. Ja, hier muss ich anhalten. Also reicht es eigentlich, wenn ich jetzt einen Zug von diesen beiden Linien nehme, das wäre jetzt in dem Fall dieser, den stoppe ich einfach mal. Also alles, was dahinter ist, anhalten, dass kein Zug nachgefahren kommt, dass das Gleis quasi frei ist, weil wenn ich meine Aufnahme fertig programmiert habe, das mache ich ja im laufenden Betrieb, das heißt, dann fährt ja diese Rangierlok, fährt ja quasi diesen ganzen Bereich ab bis hierhin. So, wenn ich jetzt diesen Zug nicht gebremst hätte, würde der ja einfach weiterfahren und blockiert mich dann vielleicht gerade hier. Weil es am Ende so ist, wenn ich die Aufnahme fertig programmiert habe, dann lasse ich den Zug einfach, indem ich hier auf schnellen Vorlauf gehe, auf die vierfache Geschwindigkeit, lasse ich einfach wieder an seinen Ausgangspunkt zurückfahren. In dem Fall ist das ja nur eine kurze Strecke. Wenn das jetzt nicht so wäre, dann drehe ich den Zug einfach um und lasse ihn einfach wenden und muss bis an die Ausgangsstelle zurückfahren, wo ich quasi mit der Aufnahme des Kameratools begonnen habe. Das war der erste Teil. Ich habe jetzt hier mal einen Cut gemacht, weil das Video sonst insgesamt zu lang geworden wäre. Das heißt, es wird dann in den nächsten Tagen eine weitere Folge zu diesem Thema geben, die Folge 2. Bis dahin sage ich mal Tschüss und bis bald.